Hallo, hier ist Markus Rapp. Heute will ich ein ganz wichtiges Video über die Auswirkungen des Selbstbestimmungsgesetzes bringen, das am 12. April vom Bundestag in Deutschland verabschiedet wurde und das enorm schädlich ist für unsere Gesellschaft, für Kinder, für Familien und auch für Frauen. Und die Welt betitelte, dass das Familienministerium mittlerweile Frauenverachtung fördert. Hier ist Lisa Paus zu sehen und unser Bundesministerium hat also ein Förderbudget für die Transbewegung und jetzt ist eine Kampfschrift herausgebracht, die TERF heißt. Ich werde das vorstellen und auch welche Gefahren hiermit verbunden sind und wie Frauen auf die Barrikaden gehen und sagen, es ist eine Beleidigung und eine Verunglimpfung der Frauen, die in Deutschland zunimmt. Gib doch ein Like für das Video, abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Die Bibel lehrt direkt auf der Seite 2, dass Gott den Menschen schuf in seinem Ebenbild. Wir lesen das in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, 28. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde. Nur ein Mann und eine Frau können fruchtbar sein und sich vermehren. Das ist Gottes Schöpfungsordnung. Und das sind Dinge, die heute außer Kraft gesetzt werden, per Gesetz durch unsere Regierung. Und jetzt kann ab dem 1. November, soll das Gesetz in Kraft treten, kann jeder Mann sagen am Standesamt, ich bin eine Frau und ich will nicht mehr Paul, sondern ab heute Paula heißen. Er muss nicht einmal ein Kleid anziehen, sondern er kann gehen, wie er ist als Mann und sich per Gesetz sagen, ich fühle mich wie eine Frau. Und das richtet einen enormen Schaden an. Ich werde in diesem Video mit euch auch Statistiken anschauen dazu, welche Auswirkungen das mittlerweile hat auf Kinder und Jugendliche. Es ist eine epidemische Verwirrung von Mädchen und Jungs, die ihr Geschlecht ändern wollen. Hier lesen wir, Paus will ihr Programm als Bollwerk der demokratisch Engagierten durchsetzen. Es gibt ja dieses verrückte Demokratieförderungsgesetz, dass das Gegenteil der Stimme der Mehrheit ist, sondern es soll eine kleine Minderheit gefördert werden, per Gesetz über die Mehrheit tyrannisch zu herrschen. Lisa Paus sagt, Transfrauen sind Frauen, Punkt. Transfrauen sind Männer, die sagen, ich bin eine Frau. Und sie sagt, das sind genauso Frauen wie die Frauen, Punkt. Und dieser Punkt bedeutet, keine Debatte erwünscht. Seid still, haltet die Klappe, diskutiert es nicht. Und das ist in sich zutiefst antidemokratisch. Weil einer der Säulen der Demokratie ist, dass man über solche weltanschaulichen Fragen der Kultur reden muss, offen reden muss, ohne als rechtsradikal oder als transfeindlich diskriminiert zu werden. Nun, es sind wirklich antichristliche Tendenzen. Die Bibel sagt sehr, sehr deutlich, wehe denen, die das Böse gut nennen, das Gute böse nennen, in Jesaja Kapitel 5, Prophet im Alten Testament, die Finsternis zu Licht machen, Licht zu Finsternis, die Süßes bitter machen, Bitteres süß. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die Gesetze und Ordnung Gottes außer Kraft setzen. Ich habe dieser Tage daran gedacht, dass Jesus, als der Sohn Gottes vor Pilatus stand, sagte er, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Wahrheit zählt, ihr Lieben. Und Pilatus fragte dann, was ist Wahrheit? Ja, Wahrheit ist, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist und dass er zwei Geschlechter geschaffen hat, Mann und Frau, mit X-Chromosomen oder XY. Und das biologische Geschlecht Mann oder Frau ist von Gott festgelegt. Und das kann nicht nach Gefühlen oder per Gesetz einfach geändert werden. Und das höhlt die Rechte der biologischen Frauen aus. Was ist, wenn ein Mann sagt, ja, ich bin ein Hund, ich fühle mich wie ein Hund, sagen ja manche schon. Oder ich bin eine Katze. Wirst du zur Katze, weil du sagst, du fühlst dich wie eine Katze? Das ist absurd.
Ja? Und das ist genau das, was jetzt passiert. Wenn jemand sagt, ich fühle mich wie ein Auto und er will in der Garage leben, weil er ein Auto ist, das ist entwürdigend für Menschen. Ja? Wenn ein Junge sagt, ja, ich fühle mich als Mädchen, ich will ab heute Röcke tragen, dann nennt das die Psychologie wirklich eine gespaltene Persönlichkeit. Das ist ein seelisches Bild der Krankheit. Es klingt liberal, dieses Gesetz der Selbstbestimmung, aber es ist genauso wie die Selbsterfüllung, die Selbstverwirklichung, das Problem, dass das Ego im Zentrum steht. Und wir werden erfüllt, wenn wir uns selbst verlieren im Dienst an anderen. Und unsere Ampelregierung macht mittlerweile unwichtige Dinge zur Hauptsache. Ja? Also hier, 12. April, wurde dieses Gesetz verabschiedet. Es hat das Transsexuellen-Gesetz abgelöst, wonach man Gutachten brauchte, psychologische Beratung, was viel, viel besser war. Und wo dann Leute eben interviewt wurden, ja, wollen sie wirklich ihr Geschlecht ändern, auch durch Operationen? Und das war ein Schutzmechanismus, der mittlerweile weg ist. Ja? Und jetzt kann jeder, wie gesagt, sein Geschlecht ändern, einmal pro Jahr. Und kann also sagen als Mann, ich bin ab heute eine Frau. Und ab dem 1. November, wenn du dann einen Mann, der eine Transfrau ist, immer noch Mann nennst, wirst du mit Geldstrafe von einigen tausend Euro belegt. Das ist also ab November, 1. November per Gesetz musst du lügen. Viele Transfrauen sind mittlerweile extrem aggressiv und sie drohen mit Gewalt gegen Feministinnen, gegen Frauen, die sagen, wir sind damit nicht einverstanden, dass ihr in Umkleidekabinen von Frauen kommt, in Toiletten, in Sportbereiche, wo Schutzräume von Frauen sind. Und die Frauenbewegung, wir schauen uns das nachher noch an, will einfach die Frau schützen und Kinder schützen. Viele Frauenrechtlerinnen, ich finde das sehr interessant, sagen drei Dinge. Erstens, es ist eine verfassungswidrige Neudefinition des Geschlechterbegriffes. Das ist gegen die Verfassung. Einfach hier die Begriffe von Mann und Frau, von Ehe und all diesen Dingen und der Geschlechterfestlegung auch für Kinder und Jugendliche aufzuheben. Das müsste das Bundesverfassungsgericht wirklich verabschieden und das Grundgesetz ändern. Zweitens, es höhlt die Rechte von biologischen Frauen aus und untergräbt und löst Frauenrechte auf. Drittens, es bedroht die Schutzräume von Frauen in Toiletten, im Sport, in Umkleidekabinen und in anderen Bereichen, wo Frauen bisher unter Frauen waren. Es kommt Protest von drei der Hauptbewegungen. Einmal, lasst Frauen sprechen. Sie haben einen offenen Brief geschrieben, dass sie fordern, dass Lisa Paus die Beleidigung, die Verfolgung von Frauen zurücknimmt. Frauenheldinnen und das Geschlecht zählt. Das sind drei Bewegungen. Ich will mit euch einige weitere Dinge anschauen. Hier sehen wir den Registereintrag 2022 der Transbewegung, ja, Bundesverband Trans vom Bundestag verabschiedet. Und es gibt einen Transbeauftragten seit 2022, der sich also für die Kultur der Transsexuellen, dass es im Prozentbereich einsetzt. Und da kommt also eine Meinungsdiktatur jetzt auf Deutschland zu, dass du bestraft wirst, wenn du nicht diese Lügen auch sozusagen bejahst. Du wirst dann transfeindlich genannt. Die Welt sagt hier, die Transaktivisten sind nur dann liberal, wenn es um ihr eigenes Geschlecht geht. Wenn jemand zu so einer Frau, der ein Mann ist, sagt, du bist doch ein Mann, dann werden sie sogar aggressiv und drohen Prügel und Gewalt an. Und das erleben viele Frauen. Es gibt mittlerweile Studien, dass die Gewaltzunahme gegen Frauen zugenommen hat. Also Gewaltauswüchse von Transfrauen gegen Frauen und Beschimpfung und Beleidigung.
Und hier sagen eben Aktivistinnen, ja, es gibt nur zwei Geschlechter, recht haben sie, keine Männer- und Frauenhäuser, ja, wo eben Männer, die Transfrauen geworden sind, eindringen in Frauenhäuser. Frauen sagen Nein zum Selbstbestimmungsgesetz. Sehr interessant. Jetzt wurde eine Broschüre rausgebracht, eine TERF-Broschüre mit 25 Seiten, mit 500.000 Euro finanziert durch Steuermittel. Und dort wird beschrieben, was TERFs sind. Das sind Strömungen des Feminismus, die Hauptströmung, die kämpfen für Frauen, dass Transfrauen dort keinen Zutritt haben. Ich lese mal vor, der Begriff TERF ist die Abkürzung von Trans Exclusionary Radical Feminist. Also Frauen, die sagen, wir wollen Transfrauen nicht anerkennen, weil es unsere Rechte als Frau und unsere Identität als Frau untergräbt. Und jetzt werden also Frauen, die gegen Transsexualität und dieses Selbstbestimmungsgesetz sind, werden mit TERFs bezeichnet. Es sind also transfeindliche Feministinnen. Ich habe diese Broschüre mit 25 Seiten runtergeladen und das wird von unserer Regierung gefördert. Hier sehen wir 500.000 Euro Demokratie leben. Das ist das Absurde, dass mittlerweile LGBT, ja, auch die ganze Gender-Mainstreaming-Agenda und die ganze Selbstbestimmung auch von Kindern ab 14 gegen den Willen ihrer Eltern, das wird Demokratie genannt und ist eine Spaltung unserer Gesellschaft. Es befördert wirklich die Spaltung zwischen Eltern und Kindern. Ich habe hier ein Zitat von Dorothee Bär, CDU. Die Debatte um die TERF-Broschüre zeigt, dass das Selbstbestimmungsgesetz mittlerweile der Katalysator für Streit und Zwietracht in der Gesellschaft ist. Anstatt Minderheitenrechte einfach zu stärken, ohne ein Gesetz und Meinungsfreiheit in Einklang zu bringen, spielt das Selbstbestimmungsgesetz gesellschaftliche Gruppen gegeneinander aus. Frauen sagen hier, die Frauenbewegung, wir sind Frauen, wir sind keine TERFs. Schluss mit der staatlich geförderten Frauenverachtung. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Die Bewegung Lasst Frauen Sprechen hat einen offenen Brief an Lisa Paus geschrieben diese Woche und sie sagen, sehr geehrte Frau Ministerin Paus, wir sind schockiert darüber, dass Ihr Ministerium eine Broschüre, also die TERF-Broschüre, rausgebracht hat, die Frauenverachtung schürt und Desinformation verbreitet und sie finanziell gefördert hat. Diese Broschüre Was sind TERFs vom Bundesverband Trans stellt einen weiteren Tiefpunkt in einer frauenverachtenden Politik dar. Die staatlich geförderten Gesetze, nämlich zu unterdrücken, also frauenfeindliche Dinge zu unterdrücken. Damit wird unseres Erachtens eine wichtige Säule demokratischer Auseinandersetzung, die offene Debatte verweigert. Dies gilt insbesondere bei Gesetzesformen, die voraussichtlich keinen breiteren Konsens in der Bevölkerung haben werden. Ja, das wird die Transbewegung niemals haben, auch das Selbstbestimmungsgesetz nicht. Aber die Ampelregierung fragt nicht die Bevölkerung, ob die Mehrheit dafür ist, sondern sie verbieten sogar die Debatte. Also es ist sehr interessant, dass die feministische Bewegung, ja, mittlerweile sagt, wir wollen nicht die Gleichstellung von Transmännern und Transfrauen mit der Frau. Es ist sehr, sehr gefährlich für Kinder und Jugendliche. Hier sehen wir, dass die Geschlechterrevolution der Ampel seit 2021 extrem vorangetrieben wird. Tessa Ganserer von den Grünen hieß ursprünglich Markus Ganserer, ist mittlerweile in Reizwäsche aufgetreten und
Verschiedene Journalistinnen sagen, eine Frau würde sich niemals herausnehmen, was diese Transfrau Tessa Ganserer sich herausnimmt, dass sie mit offenen Brüsten und leicht bekleidet im Bundestag auftritt. Ja, und die Tessa Ganserer ist eine der Pionierinnen, die diese Dinge die letzten Jahre verbreitet hat. Frauen, nicht TERFs, Schluss mit der staatlich geförderten Frauenverachtung, sagt die Webseite von Frauenheldin. Geht da mal rauf, das ist sehr, sehr interessant. Da ist auch der offene Brief Lasst Frauen sprechen an unsere Bundesinnenministerin gerichtet. Wir können nur dafür beten, dass Augen geöffnet werden und dass hier auch Einschüchterung per Gesetz zurückgedrängt wird. Wir brauchen Mut, für die Wahrheit zu sprechen, weil Wahrheit macht frei und die Lüge zerstört die Grundlagen unserer Gesellschaft. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 32, lest das einmal, der Zorn Gottes offenbart sich im Himmel, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, dass es nämlich Mann und Frau gibt, denn Gott hat es offenbart. So, und dann heißt es weiter, darum hat Gott sie dahingegeben, indem sie sich für weise Ausgaben sind sie zu Narren geworden, das sehen wir. Peter Hane nennt unsere Regierung ein Irrenschiff, ein Narrenschiff. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in die Bilder von vergänglichen Menschen und Vögeln und kriechenden Tieren, also falsche Götter, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt haben und dem Schöpfer die Ehre verweigern, aber dem Geschöpfer Ehrung und Dienst darbringen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändlichen Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso auch die Männer, den Verkehr mit Männern. Gott hat sie in einen verworfenen Sinn dahingegeben. Sie sind Erfinder böser Dinge, ja, Unverständige, Unbarmherzige, voller Habsucht, Bosheit und Schlechtigkeit. Also das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass das Lehre von Dämonen ist, was wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz jetzt in Deutschland haben. Und dass es von Grund auf böse ist, weil es Kinder und Jugendliche schädigt. Ich werde euch gleich noch Statistiken zeigen. Ich habe dann gedacht an Platon und Sokrates, ja, wo er ja in der Politeia vom Staat lange darüber geredet hat, was ist gut, was ist böse. Und da wurde ich erinnert an Platon, der fragt zum Beispiel, was ist böse? Frag dich das einmal, was ist böse? Ich glaube, was es böse ist, was dem Allgemeinwohl schadet, das ist böse. Und wenn man das Geschlecht einfach ändern kann, auch 14-jährige Kinder, gegen den Willen der Eltern, dann ist das etwas sehr, sehr Schädliches und Böses. Was ist gut? Das, was dem Allgemeinwohl dient. Das wussten schon die alten Griechen. Ich habe das als Jugendlicher gelesen, die Philosophen, also Platon, Cicero, und war fasziniert über die Suche der Wahrheit. Ja? Also Philosophia ist die Liebe zur Wahrheit. Und mittlerweile wird die Wahrheit in offene Lüge verkehrt. Hier will ich einfach nochmal zeigen, der Bundesverband Trans hat also diese TERF-Broschüre veröffentlicht. Und der Untertitel ist, warum manche Strömungen des Feminismus nicht für alle Frauen kämpfen. Was für eine Lüge. Ja? Der Feminismus ist mittlerweile viel näher an der Wahrheit als unsere Ampelregierung. Sie kämpfen für echte biologische Frauen. Und mittlerweile, sehr faszinierend zu beobachten, stehen die Frauenbewegungen auf zum Schutz der Frau und zum Schutz der Kinder. Das wollte ich euch zum Bewusstsein bringen. Wir, die Initiative Lasst Frauen sprechen, fordern von Lisa Paus, der Bundesministerin, diese frauenverachtende Broschüre, sich davon zu distanzieren. Wir sind Frauen, keine TERFs. So werden also
Frauen genannt, die eine Debatte wollen und sagen, es darf keine Transfrauen geben, Männer, die die gleichen Rechte haben wie Frauen und dann im Sport mit ihnen in Wettbewerb treten und in die Frauenräume eindringen können. Ihr könnt den Brief auf der Webseite lesen und unterzeichnen. Also ihr könnt auch eine Unterschriftaktion leisten, das lohnt sich. Geht zur Webseite von Lasst Frauen Sprechen. Ja, dann hier Umgang der Gender-Identitätstheorie in Schulen. Sehr, sehr gefährlich. Hier eine Diskussion und Online-Talk, das eben besorgniserregend ist, dass eine wachsende Zahl von Mädchen sich als trans und nicht binär identifiziert. Ich habe gelesen, es sind mittlerweile über 20% der Mädchen und der Jungs. Sie wollen ihre neue Identität akzeptiert wissen, ohne Nachfrage, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für Unterricht, Schulalltag. Und das ist etwas sehr, sehr Gefährliches. Und das hat in den Schulen überhaupt nichts zu suchen. Hier sehen wir mal den exponentiellen Anstieg, ja, unter Kinder und Jugendlichen von 2009 bis 2016. Mittlerweile 2024 noch viel weiter, steil nach oben die Kurve. Tausende, die diese Geschlechtsdysphorie aufweisen und die also sagen, mein Körper als Frau, als Mädchen, passt nicht zu meinen Gefühlen, ich möchte lieber Junge sein. Und hier sehen wir auch hier exponentiell der Anstieg von weiblich zu männlich, dass Mädchen sagen, ich möchte mein Geschlecht ändern und das nimmt jedes Jahr zu, Tausende mittlerweile jedes Jahr, die ihr Geschlecht ändern wollen. Das sind dramatische Entwicklungen, ihr Lieben. Ich glaube, diese Agenda ist zutiefst böse. Die Bibel nennt das Lehre von Dämonen. Ich habe ein Bild gesehen, dass das wie die Medusa ist. Aus der griechischen Mythologie, das war ein dämonischer, falscher Gott mit vielen Schlangen auf dem Haupt, der in alle Richtungen geht. Und ich glaube, dieses Selbstbestimmungsgesetz ist etwas, was unsere Grundlagen einer gesunden, heilen Gesellschaft zerstört und zersetzt. Es zersetzt die Geschlechter und spaltet die Gesellschaft in Gräben und es verbietet den demokratischen Debatte und Dialog. Und das ist Kontrolle. Es gibt ein Buch von Jonathan Kahn, ich werde darüber weitere Videos machen, Die Rückkehr der Götter, Isis, Astarte, auch die Himmelskönigin. Und diese Himmelskönigin, und das war schon bei Babylon, mit diesem Halbmond und Brüsten und einem doppelten Geschlecht, hat damals Männer zu Frauen gemacht und Frauen zu Männern. Das ist ein dämonischer Geist, der durch Lügen Männer feminin macht und Frauen männlich macht. Ich glaube, solche Frauen haben wir auch in der Politik. Ich will jetzt keine Namen nennen, ja. Aber wir haben eine Frau, die sehr hinter der Waffenlobby steht in unserer Regierung, FDP, die sehr, sehr männlich wirkt. Und diese Geschlechtsveränderung ist Jahrtausende alt. Und ich will darüber Videos machen, die Rückkehr der Götter. Das sind gefallene Engel und Dämonen, die eben auch hier Politik beeinflussen. Was habe ich noch in meinen Notizen? Ich glaube, dass der Mensch sich selbst erfüllen will, selbst bestimmen will, ist am Ende Rebellion gegen die Ordnung, die Gebote Gottes. Und es ist am Ende alles Eitelkeit. Es ist etwas, was stolz ist und was eine Rebellion gegen Gott ist. Und wir haben in Römer Kapitel 1 gelesen, wegen solchen Dingen kommt das Gericht Gottes über die, die an sowas gefallen haben und die so etwas verbreiten. Ja, Eva Engelkern, Vorsitzende der Frauenheldin, sagt eben auch, das ist etwas, wir müssen dagegen aufstehen, das ist eine Anti-Frauenrechtsstrategie, zu der man nur Nein sagen kann. Es sind aggressive Transaktivisten, die alles tun wollen, um Frauen
und auch Eltern mundtot zu machen. Und diesem Ideologiediktat können und wollen wir nur den Gehorsam aufkündigen. Also sehr, sehr interessant. Ja, schreibt eure Kommentare, wie ihr das seht. Die Gewalt gegen Frauen nimmt im globalen Norden zu. Das sagt ein UN-Bericht, Gewalt gegen Frauen. Verleumdungs- und Einschüchterungskampagnen gegen Frauen nehmen zu durch diese Geister der Gender-Mainstreaming und der Transbewegung. Okay, soweit mein Video. Danke, dass du es dir angeschaut hast. Abonniere doch meinen YouTube-Kanal, wie gesagt. Ich werde mehr Videos über das Selbstbestimmungsgesetz bringen. Darüber gibt es noch viel, viel mehr zu sagen, welche Auswirkungen das hat auf Schule, auf Kinder, Jugendliche, auf Eltern, auf Frauen. Das ist ein Riesenthema, das also enorme Verwirrung stiftet. Du kannst auch unsere Medienarbeit unterstützen über Neues Leben e.V. Du siehst hier die Kontonummer, das unterstützt unsere Arbeit, auch unsere evangelistische Arbeit in Berlin. Du kriegst auch eine Spendenbescheinigung. info@neuesleben.berlin kannst du mir schreiben. Ich freue mich über jede E-Mail und werde auch antworten. Gib mir nur etwas Zeit, weil ich einfach auch sehr viele E-Mails bekomme. Gottes Segen und danke, dass du das Video angeschaut hast. Und lass uns beten, dass Kinder und Jugendliche geöffnete Augen bekommen. Und wir müssen Kinder, Jugendliche lehren, dass Gott sie wunderbar geschaffen hat als Junge oder als Mädchen. Und dass es nichts Schöneres wird, als eine Familie zu gründen und in einer Ehe Kinder zur Welt zu bringen. Und dann wirklich eine Familie zu bauen. Gottes Segen und danke, dass du das Video angeschaut hast.